Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Westlake CryptoVision und heute geht's mal um Bitcoin-Maxis. So, und der Reihe nach. Den einen, naja, ich weiß nicht, ob er was nimmt, aber falls ja, sollte er besser dosieren. Max Kaiser, und er hat hier auf Twitter einen rausgelassen, sehr bedenklich. Vor allem auch die Reaktion seiner Volksschaft nicht vorhanden, da komme ich gleich drauf. Dann natürlich eine Reaktion von unserem Blog-Trainer Roman Rehr. Danke dafür, du hast mein Invest in XRP sowas von bestätigt. Danke, danke, danke. Aber der Reihe nach, eines vorneweg, ich mache keine Finanz- oder Anlageberatung. Ich zeige euch auf, was ich sehe, teile euch meine Meinung mit und wenn euch gefällt, was ich tue, lasst gerne ein Abo da, hilft mir beim Wachstum dieses Kanals von Herzen. Ein liebes Danke vorab. Aber jetzt rein ins Thema. Beginnen möchte ich mit Max Kaiser. Und für alle, die ihn nicht kennen, Max Kaiser ist ein absoluter Bitcoin-Maxi, ist Berater von Präsident Bukele in El Salvador. Und damit ihr mal wisst, wie der so tickt, hier ein kleiner Ausschnitt. Hier Max Kaisers Reaktion auf den Satz, den werdet ihr in Englisch hören, dass man ja Bitcoin dann auch nicht braucht. Fucking money. You don't need Bitcoin either. Yes, you do, because it's the most secure. It's the only secure database that's ever been invented. That's the technology. You fail to understand that it's a new technology that is as profound as the printing press or the electric light bulb. You're comparing. Ich glaube, das sollte reichen. So, jetzt habt ihr mal Max Kaiser live auf Bühne erlebt, beziehungsweise live nicht. Das war schon ein paar Jahre her. Aber ihr seht, was ich meine. Und Max Kaiser hat hier auf Twitter einen rausgelassen und CryptoPolitan hat es ein bisschen vermischt mit diesem Artikel. Experte sagt, dass Ether und XRP zur Finanzierung von Terrorismus verwendet werden. Max Kaiser. Max Kaiser wirft Shitcoins wie Ethereum, XRP und Cardano vor. Terrorismus zu finanzieren, was in der Krypto-Community eine Kontroverse auslöst. Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Hamas-Mitglieder und enthüllt Verbindungen zu virtuellen Währungen. Die Debatte um die Rolle von Kryptowährungen bei der illegalen Finanzierung verschärft sich inmitten regulatorischer Bemühungen. Da greift natürlich Max Kaiser den Artikel im Wall Street Journal auf, der zusammen mit Elizabeth Warren Operation Choke Point 2.0 geschrieben worden ist mit völlig falschen Zahlen. Blocktrainer hat dann auch nochmal drauf hingewiesen und komme ich gleich drauf. Aber Max Kaiser hat es mal aufgeworfen und hat natürlich als Bitcoin-Maxi natürlich Bitcoin gar nicht erwähnt, sondern eben nur diese sogenannten Shitcoins. Naja, gut. So, jetzt gehen wir mal auf den Tweet von Max Kaiser ein. Wenn du denkst, dass die Hamas und die IDF schlecht sind, dann sind Shitcoins unendlich viel schlimmer. Einwurf von mir, IDF, ich gehe davon aus, dass er die Israel Defense Forces meint. Kein Terror ist so furchterregend oder zerstörerisch wie Shitcoins. Huh, nichts ist schlimmer. Bill Morgan, Anwalt der XRP Army und in Australien sitzend, hat dann auch reagiert. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Meinung, dass Altcoins schlimmer sind als eine Terrorgruppe, die über 1000 Zivilisten getötet hat. Stellen Sie sich vor, kaum einer seiner Bitcoin-Maxi-Follower bezeichnet dies als grob unangemessen. Da kann man sich dann tatsächlich fragen, ob man da nicht mal einfach sagen kann, Shitcoin, man kann drüber reden, wie man will, und XRP und nur Bitcoin. Ja, aber Fakt ist, solche Tweets sind einfach nur der pure Hass. Und ich weiß nicht, was der da alles gerechtfertigt. Und Altcoins sind alle viel schlimmer als jeder Terror dieser Welt. Ich weiß nicht, wie ihr drüber denkt. Ich finde es sowas von gröbst unangemessen. Aber der Blocktrainer Roman Rehr hat auch nochmal einen Tweet rausgelassen und geht auch auf Elizabeth Warren ein. Es ist unfassbar. Nachdem mehrfach absoluter Quatsch bezüglich Bitcoin und Terrorfinanzierung verbreitet wurde und Analysefirmen wie Elliptic und Chain Analysis festgestellt haben, dass die Zahlen falsch sind und missinterpretiert wurden, kam von der Senatorin Elizabeth Warren, die maßgeblich dafür verantwortlich war,
keine Entschuldigung, sondern sie wirft den Unternehmen vor, Lobbyismus zu betreiben und die Zahlen schönzureden. Dreister geht es wohl kaum. Eigentlich hätten diese Unternehmen ja eigentlich eher Grund dafür, die Zahlen nicht schönzureden, um die eigenen Dienstleistungen an Regierungen und Behörden zu verkaufen. Das Argument ergibt also ohnehin schon keinen Sinn. Und es kommt noch schlimmer. Wie unter anderem Gladstein berichtet, hat daraufhin die New York Times diesen Blödsinn auch noch in einem Dealbook-Bericht aufgefasst, der dann an mehrere Millionen Menschen versendet wurde, die jetzt glauben, dass Bitcoin tatsächlich in großem Maße für Terrorfinanzierung benutzt wird. Und da hat er vollkommen recht. Aber wessen Lied ich sing? Roman Rea ist ein absoluter Fanboy von Gary Gensler, dem Chef der SEC, der gegen Krypto ins Feld zieht, weil Krypto alle Altcoins neben Bitcoin und Ethereum komischerweise, ja, alle Securities sind. Das Thema haben wir schon genug aufgebrüht, dass es nicht einmal eine Regel gibt für Blockchain und Krypto. Ja, und jetzt schimpft er über Elizabeth Warren, wenn ich mal darauf hinweisen darf, mein lieber Roman Rea. Vom Verbündeten zum Widersacher, die drei Stufen von Gary Genslers Kryptoevolution. Und hier sehen wir eben Gary Gensler und Elizabeth Warren. Die beiden sind so dick, dass Elizabeth Warren Gary Gensler bei einer Fragestunde vor dem Kongress bei ihrer 5-Minuten-Fragezeit ihm schon vorab die Fragen und die Antworten geschickt hat. Also kann man sich schon mal überlegen, wessen Fanboy ich sein will. Gary Gensler? Sicher nicht. Aber gut, aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was ich schon eingangs gesagt habe. Natürlich sind alle in den Augen der Bitcoin-Maxis, sind alle Altcoins, Shitcoins, nichts ist Bitcoin. Und ich bin schon in einem meiner letzten Reaction-Videos von Roman Rea darauf eingegangen, dass er auch schon mal gesagt hat, dass durch die Einstufung von Bitcoin als Commodity Bitcoin auch den US-Dollar stützen kann. Fiat. Das Video ist vom November. Aber gestern war Livestream oder vorgestern von Roman Rea und da hat er folgende Aussage getroffen und jetzt bitte ich euch einfach mal zuzuhören. Und er bestätigt uns. Bitcoin ist eine Lösung, die langsam funktioniert. In Wellen. Alle 4 Jahre mal einen Hype, ein bisschen mehr Nachfrage sukzessive und ein Anpassen des bestehenden Systems an eine Ökonomie mit einem härteren Geldstandard. Nicht von heute auf morgen, aber auf Jahrzehnte. Jahrzehnte? Jahrzehnte, Roman? Auf Jahrzehnte können wir sukzessive Bereiche in den Markt zurückgeben und dafür sorgen, dass diese unfaire Gelderzeugung ein Ende findet. Okay. Also, auf Jahrzehnte dauert es. Ich bin 54 Jahre alt. Ich habe keine Jahrzehnte. Und dieses Fiat-System, in dem wir leben, das wird noch weiter bestehen bleiben. Für Jahrzehnte. Also werde ich doch da rein investieren, dass dieses Fiat-Geld transferiert. Das ist bewegt. Und das ist Distributed Ledger Technology. Das ist XRP. Danke, Roman Rea, für die Bestätigung. Ich danke. Ich kann es nicht anders sagen, ihr vielleicht auch. Ihr dürft mir gerne ein Like da lassen und die Kommentare schreiben. Ich finde es großartig. Aber wir sitzen halt mal alle in einem Boot. Das ist kein Hate-Video, Freunde. Ohne Roman Rea wäre ich niemals so tief reingetaucht in die Fiat-Geld-Problematik, in Geldmengenausweitung, was das alles überhaupt für uns bedeutet und dass Krypto die Zukunft ist. Ohne Roman Rea, nein. Darum, aber die Bestätigung, die wollte ich euch mitteilen, denn ihr seid auch in XRP investiert oder in andere Projekte und ich bin mir sehr sicher, dass es keine Shitcoins sind. Ich wünsche euch jetzt von Herzen, werdet Zeit und bleibt gesund, denn es ist das höchste Gut, das wir haben. Ja, und warum gerade XRP? Ciao, Freunde. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system and they use XRP. In the federal
options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Xchange. What crypto is Xchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former Business Director at Swift? Former Swift board member? Former CFO of PayPal? Former head of the DTCC? Former Chief Business Officer at Uber? Former VP of Amazon and former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's High-Level Advisory Board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.